Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Condor. Ja, wir sind immer noch im Hohgewald, haben massig Truhen jetzt schon gefunden und jede Menge Zauber. Allmählich wird der Owen ziemlich cool. Und wir werden uns jetzt, bin ich da falsch gerannt, mal gleich wieder zurückbewegen. Ich habe nämlich nachgeguckt, wie das ist und habe was gefunden. Das ist nicht Schneeflocke, also Snowflake, wie bei im Englischen, sondern die meinten damit Eiskristall. Total beknackt. Wie soll ich denn auf Eiskristall kommen? Also, da werden wir gleich mal hingehen, weil die Truhe enthält nämlich eine coolen Armbrust. Dieselbe, die auch schon der Goras hat. Will ich auf jeden Fall für den James besorgen. Wir sind Gefangene und reisen doch viel. An unsere Stiefel gebunden, mit jedem Pferd halten wir Schritt. Ob wir wollen oder nicht, wir laufen mit. Dabei handelt es sich um die Sporen, die an den Stiefeln sind. Ja, und wie das Problem mit der Glocke, mit den Glocken ist, also bei Bell, habe ich immer noch keine Ahnung. So, können wir was reparieren? Machen wir doch glatt. Ah, kein Platz mehr. Sowas ist mies. Ich muss unbedingt verkaufen gehen. Ich werde jetzt gleich mal auch was weiter wegreißen und mal eine Stadt aufsuchen, damit ich hier diese ganzen vier Waffen, die hier etwas besser sind und was mehr wert sind, loswerde. Ich meine, ich habe genug Geld momentan eigentlich, aber das wäre doch etwas schade drum, um dieses geile Zeug. So, schauen wir nochmal in die Truhe rein und dann machen wir uns hoch zu dieser Schneeflockentruhe. Eiskristalltruhe. Die Leute, die kommen, um mich zu treffen, kommen an mit schweren Füßen. Der, den ich halte, wird das Tanzbein schwingen und sich zu drehen beginnen. Leute, die kommen, um mich zu treffen. Ah, der Galgen. Crank. Ja, wieder eine schöne Klinge. Ja, die ist auf jeden Fall was wert. Nehmen wir mal mit. Ganzen Waffen sollten wir mal reparieren. Bevor wir sie verkaufen, werden sie auf jeden Fall repariert. So, jetzt heißt es aber ab wieder gen Norden. Wir haben auch schon über die Hälfte des Waldes erkundet. Vier Kartenteile sind noch drei. Ah, da waren die drei Eintruhen. Die hatten wir geöffnet. Dann müsste hier im Norden, müsste irgendwo die Schneeflocke sein. Schon wieder Nacht. Da sind sie. Sehr gut. Ja, es handelt sich nicht um eine Schneeflocke, sondern um ein Eiskristall. Mein Gott. Also, wer hat da die deutschen Übersetzungen für gemacht? Nie drauf gekommen. So, das wenn nur direkt mal darauf angeht, nicht. Ah, kein Platz mehr. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Die darüber, nimmt er die jetzt so an? Ja, er nimmt die so an, sehr gut. Das ist nämlich dieselbe, die der Goras auch hat und die macht 40 plus den Bolzen Schaden. Das ist schon ziemlich geil.
konnten wir da nicht liegen lassen. So. Muss hier irgendwo rechts eine Brücke kommen. Eigentlich. Oder auch nicht. Wo war die denn? Da, so. Ja. So, und jetzt nur noch den Weg hier folgen. Dann sollten wir eigentlich automatisch oben wieder in das nächste Städtlein kommen. Dann werden wir sehr wahrscheinlich mal nach Hoheburg gehen und hoffen, dass wir da was verkaufen können. Wir rennen jetzt einfach mal weiter. Mit zu dunkel. Schlafen ist ja sowieso gut, damit wir da alle 30 Tage ein bisschen mehr Ausdauer und Lebensenergie kriegen. Das ist das Haus einer der Schwestern. Halt. Nordwestlich zur Hoheburg. Nordöstlich nach Nordwart. Also muss das hier Hoheburg sein. Oh ja, geh mal dahin. Ich hoffe, ich kann meine Schwerter da verkaufen. Wo haben wir hier Laden? Schenke. Da, schweres humanische Armbrust, sehr schön. Ja, oh Gott, der ist 55 nur wert gewesen. Ah, die sind nicht. Ich trottel. Ich muss die natürlich auf 100% hoch machen vorher. Aber ich kriege trotzdem nicht so viel raus. Schweinerei. Kann er nicht gebrauchen. Und was mache ich jetzt bitte schön mit so einem Gegenstand? So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir die Waffen noch weg und sind jetzt bei 5000 fast. Haben wir noch irgendwas, was wir hier brauchen? Oh, ein schönes Großschwert. Schade, dass man nicht sieht, was die Waffen können. Drachenrüstung. Boah, schweinisch teuer. Alles sehr teuer hier. Aber er hat schon mal viel gekauft. Das ist doch schon mal was. Können wir noch mal zum Baron? Niemand da. Niemand da. Ja, dann geht das schon mal nicht. Ab in die Schenke. Und da rasten wir jetzt mal voll. Kostet auch nur 5. Das ist schon mal sehr gut.
So, und denselben Weg jetzt nochmal zurück halt. Da kürzen wir ab. Kenne ich schon so gut wie auswendig den Weg zum Wald. Da muss ich mal gucken, wo ich jetzt meine magischen Gegenstände verkaufen kann. Ab in den Hogewald. Rasten bis zum nächsten Morgen. Genau, da ist das. Muss hier irgendwo im Osten die Brücke sein. So, jetzt darf ich noch nicht zu weit, obwohl da müsste eigentlich erst eine Brücke kommen. Sehe hier schon mal keine. Vielleicht bin ich auch irgendwo falsch abgebogen. Ah, hier sind diese vier Truhen. Dann hätte eigentlich hier unten irgendwo im Süden ein Ausgang sein müssen. Oh, ich hätte Proviant einkaufen müssen, ich Trottel. So was Dämliches. Naja, das muss reichen. Wenn nicht viele Kämpfe kommen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Tja, ich sehe hier keine Brücke. Da ist eine Brücke. Sehr gut. Die nehmen wir doch direkt mal. Aber die führt Richtung Westen. Oh, da ist ein Gegner. Wir sind richtig. Sehr gut. Rüstungskunde weg. Attacke! Haha! Supidupi, können wir direkt mal unsere neuen Bögen ausprobieren? Nimm das, Unwürdiger. Yeah, 35, nicht schlecht. Der hier kommt mir schon viel zu nah. Super. Ah, ich sollte den Owen hier wegschaffen. Das ist ja gar nicht gut. Mensch, Mensch, Goras, was machst du denn da? Wieder einer fit.
Supidupi. Ovins Innere brannte wie Feuer. Es brannte wie glühende Kohlen im Kessel eines Hufschmieds. Dies stand im krassen Gegensatz zum Taubengefühl in seinem Mund und seinen Lippen. Das Gift, das sich in seinem Körper ausbreitete, kostete ihn seine Kraft und entzog ihm alles, außer seinen Willen zu überleben. Heieiei, Ovin ist vergiftet. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja so viele von diesen Teilen bei uns. Nehmen wir einfach mal 20 zu uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Sehr gut, fertig. Jetzt sollte er eigentlich wieder geheilt sein. Volle Power, sehr gut. Scharfsinn aktivieren. Ja, Armbrust auf 90, hervorragend. Rüstungskunde. Armbrust ist hochgegangen. Scharfsinn an. Supi. Schwertkampfverbesserung. Hier noch ein paar Pfeilchen. So, und eine Truhe, da wollen wir erstmal schauen. Oh, wir haben was Neues. Nahrung. Ach so, nee, das kannten wir genau. Sarik-Spürsinn. Schauen wir gerade mal noch, ob wir hier was Neues haben. Nein. Toll. Nur drei vergiftete. Und da ist noch eine Truhe. Ah, so ein Kräuterbeutel kann nie schaden. Ja, und schon wieder vergiftet. Mist. Mist, Mist, Mist. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Da haben wir ein paar Gräber. Da ist noch eine Truhe. Morel. Ein schmackhafter Hochgenuss, im Verborgenen hergestellt und nur unter Gefahr zu erreichen. Ja, weil die Bienen beschützen ihren Honig. So, das kann man ein bisschen auf Rüstung tun. Haben wir bei ihm noch die drin, die Rüstungskunde? Ja. Sehr gut. Und wir haben vier Gräber. Schauen wir uns das doch mal an hier. Nur ein Körper. Bisschen Schutz. Graspantoffel. Ja. Das hatten wir schon, ne? Ja. 96, den Scharfsinn hat er jetzt. Was haben wir hier? Habt acht, gefährlicher Wald. Ja, sag bloß. Dasselbe stand auch im Norden. So.
jetzt hier östlich erstmal weiter oder die Straße runter? Ich würde sagen, wir gehen hier weiter im Osten. Also entweder in diesem noch oder spätestens im nächsten Text sollten wir eigentlich den kompletten Wald erforscht haben und im Süden rauskommen. War nicht überrascht. Die haben sich leider zu gut wegbewegt. Mistkerle. Ich würde sagen, wieder Fernkampf. Da ist er einfach gut drin. Und wir machen hier das Zaubern was weiter hoch. Zu nah. So, und der ist natürlich schon viel zu nah dafür, das ist Mist. Deswegen Nahkampf, Fernkampf rein. Und dann wollen wir mal schauen, ob der uns hier angreift. Ach, scheiße, der ist jetzt auch schon. Ups, Entschuldigung. Der ist mir schon wieder viel zu nah. Und der trifft natürlich wieder mal nicht, weil er zu schlecht ist. Ah, nein, verdrückt. Ha, der hat seinen eigenen Mann gerade abgeknallt, habe ich das richtig gesehen? Hat er hervorragend gemacht. Ah nein, auf den habe ich doch schon. Oh Gott, was mache ich denn hier? Vielleicht sollte ich mal nach dem Tag eine Pause machen. Ah, Mistkerl. Gefällt mir ja gar nicht, was du da machst. Los, fall ihn in den Rücken. Sehr gut. So, James, du bewegst dich mal hier rüber. Du bewegst dich dahin. Du hier hin. Und dann machen wir bei den beiden Fernkampf wieder hoch. Wäre schon gut, wenn der das bis ins dritte Kapitel komplett oben hätte. Toll, Owen ist schon wieder vergiftet, habe ich gerade gesehen. So ein Moorx. Nahkampf erhöht, sehr gut. Ach, nicht Rüstungskunde, ich bin so deppert. Armbrust natürlich, genau. Volle Möhre, macht sie nieder. Ach, die trifft man wieder nicht. Ja, Owen hat es mal wieder erwischt. So ein Mist. Mit diesem einen Treffer, wo er 3 Stärkepunkte abbekommen hat, muss das passiert sein. Tja, zum Glück haben wir noch ein paar Sachen bei uns. % noch. Liegt da noch eins davon? Siebenundneunzig, ja, das ist okay so. Und ja, aber solange er vergiftet ist, sind seine Werte verschlechtert, ne, oder?
Ja, vielleicht wird es auch noch mehr als ein Take, weil es könnten natürlich jede Menge Kämpfe noch hier passieren. So, schlechte Position, man sieht das nicht richtig. So. Das hält natürlich auf. Schon froh, wenn er das auf 100 hat und nicht mehr diese Rüstung mitnehmen muss. Wird dann erst wieder notwendig, wenn ich mit dem Locklear spiele und Koras nicht dabei ist. Okay, die haben wir schon. Vergiftete Pfeile, Mist. So, wollen wir mal gucken, wie sieht das hier aus? Kann der rasten? Owen Rot. Ah, weniger vergiftet. Durch das Heilkraut hat er so geklappt mit Schlaf. So. Dann wollen wir mal weiter Richtung Osten, obwohl vielleicht haben die hier irgendwie was noch liegen gehabt. Was verteidigt. Na, sieht nicht danach aus. Das ist eine Brücke gen Osten. Dann nehmen wir die mal, würde ich sagen. Gegner. Schwache Gegner. Komm, dann machen wir bei jedem Nahkampf und Verteidigung wieder hoch. Auf den hier. Dann halt auf den. Ah, ich habe bei dem Owen auch Verteidigung hochgemacht. Na, das ist natürlich Blödsinn. Der hat das ja schon auf 100. Das ist nur ein Nahkampf. Kuddelmuddel sieht man doch nichts. Ein paar Riesenskorpionchen. Ich hatte nur bei ihm was hoch. Gute Stelle für einen Break, würde ich sagen. Oh, da hinten ist schon was. Gucken wir uns gleich an. Spiel speichern. Let's Play 57. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.